Sehr geehrte Medienschaffende, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Medienkonferenz zum Internationalen Jahr des Bodens. Ich bin überrascht, dass es so viel da sind für eine Kolleginnen und Kollegen und dass das auf grosses Echo finden wird. Auch wenn die internationale Agenda derzeit von anderen Themen dominiert wird, ist es mir wichtig, den Ressourcen Boden spezielle Aufmerksamkeit zu widmen. Das umso mehr, als es einen Zusammenhang gibt zwischen der Flüchtlingsbewegung und der Frage, wie gut der Boden in gewissen Ländern beieinander ist und wie viele Nahrungsmittel der Boden kann eben produzieren. Der Boden ist eines unserer elementarsten Grundlagen. Er ist nicht unbeschränkt vorhanden und kann nicht einfach rekonstruiert werden, wenn er einmal Schaden genommen hat oder eben verschwunden ist. Es ist uns häufig zu wenig bewusst, dass auch der Boden zu unseren nicht erneuerbaren Ressourcen gehört. Was unter uns liegt, fristet eigentlich ein verborgenes Dasein. Buchstäblich treten wir den Boden mit Füßen, ohne dass uns das bewusst ist. Der Boden ist vielen Gefährdungen ausgesetzt und wir müssen aktiv dafür sorgen, dass er in seiner Qualität und Quantität erhalten bleibt, und zwar auch für die kommenden Generationen. Diesbezüglich nimmt der Kanton Zürich mit seinem grossen Engagement in der Schweiz eine Pionierrolle ein. Viele von Ihnen haben sich in den letzten Jahren mit dem Thema Boden befasst. Es ist um den schonungsvollen Umgang mit den Ressourcen Boden gegangen, und zwar im Zusammenhang mit dem Richtplanprozess. Das Thema genießt derzeit in der Bevölkerung eine grosse Beachtung. Er zeigt, dass da starke Sensibilisierung vorhanden ist. Mit Raumplanung betreiben wir sogenannt einen quantitativen Bodenschutz. Auf den qualitativen Bodenschutz würde ich anschliessend noch zu reden kommen. Zum quantitativen Bodenschutz. Wenn man den Lebensraum Kanton Zürich gestaltet, müssen wir viele Interessen auch berücksichtigen und denen auch gerecht werden. Wohnen und Arbeiten, Erholung und Sport, Natur und Landwirtschaft, alles braucht ihren Platz. Das erfordert eine sorgfältige, langfristige und auch vielschichtige Planung. Das Ziel dieser Planung ist ein sparsamer Umgang mit den Ressourcen Boden, das Ende der fortschreitenden Zersiedlung. Der Kanton Zürich bedeckt gerade mal 4% der Schweiz, beherbergt aber 17% von ihren Einwohnerinnen und Einwohnern und 19% von ihren Beschäftigten. Die Zahlen widerspiegeln aber keinen statischen Zustand. Zwischen dem Jahr 2008 und 2013 ist die Bevölkerung im Kanton Zürich um rund 100'000 Personen gewachsen, was etwa die Grösse von der Stadt Winterthur entspricht. Auch für die nähere Zukunft sind steigende Bevölkerungszahlen prognostiziert. Gemäss dem Statistischen Amt vom Kanton Zürich wird die Bevölkerungszahl bis ins Jahr 2040 im Kanton Zürich auf 1,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ansteigen. Das sind rund 280'000 oder 20% mehr als heute. Nicht nur punkto Bevölkerungswachstum ist der Kanton Zürich ein Hotspot, sondern auch im Hinblick auf die gesamtschweizerische Bautätigkeit, wo pro Sekunde ein Quadratmeter Boden verbraucht wird. Sie findet dazu bei uns 20% statt. Unser Wirtschaftskanton ist außerdem der fünftgrösste Wirtschaftskanton und erweist 10% der Schweizer Fruchtfolgeflächen auf. Dazu ist er mit einem Drittel vom Wald bedeckt. All diese Zahlen sagen, dass man diese Bodenknappheit in besonderem Mass auch spürt. Wenn der Kanton Zürich das bleiben will, was er heute ist, nämlich ein nachhaltiger, attraktiver Standort, muss er sich diesen Entwicklungen vorausschauen und auch sich stellen. Er macht das mit dem kantonalen Richtplan, mit seinem Zeithorizont von rund 25 Jahren und der langfristigen Raumentwicklungsstrategie, sogenannte LARES, wo sogar
das Jahr 2050 im Blick hat. Im März 2014 ist der Richtplan vom Kantonsrat neu festgesetzt worden und ist als erster gemäss dem revidierten eidgenössischen Raumplanungsgesetz RPG konzipiert. Mit seinem Raumordnungskonzept definiert er 5 Handlungsräume. 2 davon, die Stadtlandschaften und die urbanen Wohnlandschaften, sollen den Grossteil unserer Bevölkerung auch aufnehmen können. Damit ist es möglich, die Siedlungsflächen nicht weiter auszudehnen und die ländlichen Räume an denen festzuhalten. Es ist uns sogar gelungen, das Siedlungsgebiet insgesamt 130 Hektare zu verkleinern, zugunsten der Landwirtschaft und mit Rücksicht auf unsere wichtigste Lebensgrundlage, eben den Boden. Gerade anhand der Fruchtfolgeflächen zeigt sich, dass es nicht nur um die Erhaltung einer bestimmten Qualität geht, sondern eben um die Bodenqualität. Und mit dem Begriff Fruchtfolgefläche wird ja eine bestimmte Qualitätsstufe bezeichnet, nämlich besonders fruchtbare, ackerbaufähige Böden in unserem Kanton Zürich. Und was den Wandel angeht, so spielt auch da Bodenqualität eine zentrale Rolle. Wir bewegen uns da im Bereich vom Umweltschutz, wenn ich vom Wald jetzt rede. Wobei das Thema Bodenschutz häufig von anderen Umweltthemen übertönt wird. Wasser und Luft, die beiden anderen essentiellen Ressourcen, die sind wesentlich präsenter in den Umweltdiskurs und Diskussionen. Das internationale Jahr vom Boden bietet die Gelegenheit, da auch eine Korrektur vorzunehmen. Meine Damen und Herren, 1987 ist im Kanton Zürich die Fachstelle Bodenschutz gegründet worden, kurz FABO. Hinter dieser Gründung steht das Eidgenössische Umweltgesetz vom Oktober 1983 und die Verordnung über Schadstoffe im Boden vom September 1986. Die Verordnung ist 1998 durch Verordnung über Belastung des Bodens ersetzt worden. Ich möchte Ihnen bei dieser Gelegenheit den Herrn Thomas Wegelin, der zu meiner Linken sitzt, vorstellen. Er ist der Leiter dieser FABO und wird dann im Anschluss vertiefend auf das Thema Bodenschutz eingehen. Die FABO ist eine rund 20-köpfige Abteilung im Amt für Landschaft und Natur. Sie kümmert sich um Gesundheit und Funktionsfähigkeit von unseren wichtigen Ressourcen am Boden. Zu den Aufgaben des Bodenschutzes gehört die Minimierung von Schädigungen beim Bauen und Bewirtschaften, der Schutz und Bewahrung der Fruchtfolgefläche und der Schutz der Menschen vor bereits vorhandenen Bodenbelastungen. Für den Boden gibt es 4 Hauptrisiken. Erstens Bodenbelastung durch Schadstoff. Wir haben im Kanton Zürich die Altlasten erhoben und Gefährdungen haben wir minimieren. Aber noch immer müssen wir Schüsstände sanieren und noch immer werden in Familiengärten zu viele Chemikalien herausgebracht. Zweitens, Versäuerung vom Boden. Durch Stickoxid- und Ammoniakemissionen, aber auch durch natürliche Faktoren, wird der Boden zunehmend säurer. Was gerade im Wald feststellen ist, wo Wurzelschäden angerichtet werden. Auf dem Land kann man mit Kalkdünger gegen die Versäuerung vorgehen. Im Wald ist das verboten. Das Problem ist immer noch weitgehend ungelöst. Drittens, Bodenverdichtung. Ob bei Bautätigkeiten oder in der Landwirtschaft, die immer grösseren Maschinen, die verdichten den Boden. Darum braucht es eine bodenkundliche Baubegleitung und Beratung bei der Maschinenauswahl. Und viertens, die Erosion. Wind und der Regen tragen langsam, aber stetig das Bodenmaterial ab. Das kann zu Erosionen, zum Beispiel zum Ausrutschen von einem Abrutschen von einem Hang führen. Die natürliche Neubildung von Boden kann den Schwund nicht kompensieren. Aus diesen 4 Hauptrisiken ergänzen sich die Haupthandlungsfelder der FABO. Eines davon ist der Bodenaufwerten. Das heisst, die Rekultivierung vom Boden, damit aus ihm möglichst ackerfähiges Land wieder wird. Das passiert mit Hilfe von Zuschlägen von qualitativ höheren Erden, die aus Aushubmaterial gewonnen wird. Wenn der Boden
kontaminiert oder verdichtet wird, werden irreversible Fakten geschaffen. Nicht nur die beschränkte Menge an verfügbaren Quadratmetern macht aus dem Boden eine endliche Ressource, sondern eben auch seine Empfindlichkeit. Man kann ihn nur einmal beschädigen. Unsere Arbeit besteht somit vor allem in der Prävention und das ist eine Querschnittsaufgabe. Daran zeigt sich auch, dass es keinen Sinn hat, den quantitativen und den qualitativen Bodenschutz als zwei voneinander getrennte Handlungsfelder anzuschauen. Das Zusammengehen von diesen beiden Disziplinen erwächst ganz generell aus unseren wachsenden Ansprüchen an die immer kleiner werdende Bodenfläche. Es geht insgesamt darum, mit dem Boden haushälterisch umzugehen. Wenn wir Bodenaufwertungsprojekte durchführen, spielt da auch immer die Raumplanung mit. Der Naturschutz, häufig auch noch der Wasserbau. So betrifft zum Beispiel die Revitalisierung von einem Gewässer immer auch raumplanerische Fragen und hat Auswirkungen auf den Boden, wo einem Landwirt in einer bestimmten Qualität zur Verfügung steht. Wenn wir uns solche Zusammenhänge vergegenwärtigen, wird auch klar, warum die FABO heute sehr projektbezogen arbeitet, auf diesen spezifischen Fällen bezogen, mit entsprechenden interdisziplinären Vorgehensweisen. Die enge Zusammenarbeit zwischen quantitativen und qualitativen Bodenschutz, das heisst zwischen dem Amt für Raumplanung und der FABO, ist in unserem neuen Richtplan institutionalisiert worden. Der Umgang mit dem Thema Fruchtfolgefläche steht exemplarisch für die Aufgabe, die ursprünglich nicht zum Aufgabenfeld von der FABO gehört hat. Wir haben im Kanton Zürich einen breiten Konsens, dass wir wirtschaftliche Entwicklungen, Bevölkerungszunahme und einen langfristig orientierten Umgang mit den Ressourcen Boden ins Gleichgewicht bringen müssen. Und, meine Damen und Herren, wir sind dabei auf gutem Weg. Und darum übergebe ich jetzt Ihnen für das Eingemachte das Wort an Herrn Thomas Wegelin. Vielen Dank, Herr Regierungsrat. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, auch ich möchte mich bedanken für Ihr Erscheinen und möchte Ihnen jetzt die Ausführungen einfach in einzelnen Punkten noch ein bisschen genauer erläutern, die der Herr Regierungsrat vorher schon gegeben hat. Sofern das dann... Jetzt ist es gegangen. Zuerst etwas zum Boden generell. Sie kennen ja die schweizerdeutsche Ausdrucksweise. Viele Leute sagen, den Boden Dreck. Und wir möchten Ihnen jetzt eigentlich heute zeigen, eben, dass Boden ein bisschen mehr ist als nur Dreck. Es ist sogar so, sagen wir von der Fachstelle Bodenschutz aus, Boden wird meistens nur dann zum Dreck, wenn man irgendetwas mit dem falsch gemacht hat. Wenn man einen nicht richtig behandelt hat. Boden ist Grundlage für alle terrestrischen Ökosysteme, also ein Wald oder irgendein Herdöpfelacker oder irgendetwas, wo auch in einem Blumentopf vielleicht noch wächst. Das braucht im Grunde genommen Boden, damit es überhaupt kann darauf existieren. Das ist vor allem einmal die Landwirtschaft natürlich und von der Landwirtschaft her gesehen auch die Ernährung. Also ohne Boden keine Ernährung, kann man etwas vereinfacht sagen. Es sind auch diverse Wirtschaftszweige, die davon abhängen. Nebst diesen Wald- und Landwirtschaft, die ich schon gesagt habe, könnte man zum Beispiel auch den Gartenbau noch nennen. Aber man kann natürlich noch weitergehen. Und letztlich geht das bis raus zum Tourismus. Wenn Sachen auf dem Boden nicht mehr wachsen können, dann ist das auch für den Tourismus nachteilig. Boden hat aber auch ganz wichtige Funktionen, die man vielleicht nicht gerade aufs Erste weiss, im Ökosystem generell. Nämlich, er ist ein wichtiger Wasserspeicher. Das ist vor allem wichtig, wenn wir Starkregenereignisse haben. Er ist aber auch ein Wasserfilter. Und das ist ganz wichtig für unser Wasser, das wir auch trinken und auch ein Lebensmittel ist. Die Ressource Boden, die ist nicht erneuerbar. Wenn Sie einen Boden anschauen, wir haben dort hinten in dieser Ausstellung haben wir ein paar Beispiele, die wir nachher noch anschauen können, dann sind die Böden bei uns
in der Schweiz in der Regel etwa 10'000, 15'000 Jahre alt. Sie sind in der Regel etwa 1 Meter in der Tiefe. Das heisst, die haben etwa 0,1 mm pro Jahr gebraucht. Also 0,1 mm nur war der Zuwachs von dieser Bodenbildung. Wenn wir weltweit schauen, dann haben wir zum Teil natürlich viel die grösseren Gefährdungen als in der Schweiz, vor allem flächenmässig. Aber man muss einfach immer eins bedenken, der Regierungsrat hat schon gesagt, wir haben bei uns viele dichtere Besiedlungsdichte. Also bei uns wohnen viel mehr Leute pro Quadratkilometer. Und somit ist es auch wichtig, dass wir überall intakte Böden haben. Wir können es uns nicht leisten, irgendwie ganze Landstriche abzusperren. Das kann man vielleicht in einer Wüste oder weiss ich was. Darum, Vorsorge ist von zentraler Bedeutung. Das ist eben auch der Aufhänger für das Weltbodenjahr, für das internationale Jahr des Bodens, wo eigentlich alle Kantone vom Bund eine Art angewiesen worden sind, etwas zu machen. Wir machen jetzt das in dieser Art. Vielleicht gerade rasch, wenn wir beim Bund sind, wie ist der Bodenschutz in der Schweiz überhaupt organisiert? Er ist so organisiert, dass es ein Bundesgesetz gibt, das Umweltschutzgesetz, mit ganz wenig Regelungen zum Bodenschutz. Ein früheriger Jurist von uns, der hat einmal gesagt, das sei ja wahnsinnig, wenn wir das handhaben müssen, das sei etwas gleich, wie wenn er als Jurist müsste mit den 10 Geboten Juristerei betreiben. So wenig. Aber das ist nicht so gefährlich, weil es muss auch nicht so wahnsinnig viel sein. Vieles ergibt sich, vieles ist auch in der benachbarten Gesetzgebung drin. Das will einfach nicht. Was sind unsere direkten Aufgaben beim Kanton? Der Bund, der hat ja nur die Stabsstelle eigentlich beim Bundesamt für Umwelt. Und die Kantone tun eigentlich den Bodenschutz vollziehen. Und wir haben das Hauptauftrag, mit dem qualitativen Bodenschutz zuerst einmal eigentlich Gesundheit und Funktionsfähigkeit vom Boden zu erhalten. Das heisst vor allem eben zu schauen, dass der Boden nicht geschädigt wird beim Bauen oder Bewirtschaften. Das heisst für uns im Kanton Zürich vor allem auch Bodenaushub lenken. Bodenaushub sinnvoll wiederverwerten oder wenn er eben sich nicht mehr wiederverwerten lässt, sagen, dass er chemisch belastet ist oder dass er sich sonst nicht eignet, dann eben zu entsorgen. Fruchtfolgeflächen zu schützen, das ist schon so ein halb quantitativer bis quantitativer Auftrag. Dann eben auch Böden zu überwachen, um rechtzeitig können etwas unternehmen, wenn es nicht mehr gut geht. Und schließlich, das wollen wir eigentlich möglichst nicht müssen, aber im Einzelfall gibt es halt gleich das ein oder andere Mal, wenn ein Boden eben belastet ist, dass er für Mensch, Tier, Pflanzen gefährlich werden könnte, dann müssen wir eben die vor dem Boden schützen. Kurz etwas zum Aufbau von einem funktionsfähigen Boden. Das ist so ein Klassiker. Wir haben es hier eben so ein bisschen in Theorie. Auf der linken Seite von mir aus gesehen, sehen Sie es dann praktisch noch an verschiedenen Beispielen. Wir haben von Gesetzes wegen den Auftrag, den sogenannten Ober- und Unterboden zu schützen. Oberboden, das nennt man auch häufig Humus. Unterboden, das nennt man häufig auch zweiter Stich oder Roterden oder irgend so etwas. Diese Sachen müssen wir schützen. Bodenkundlich ist das noch nicht ganz fertig. Da würde der Untergrund nämlich auch dazugehören. Aber vom Gesetz her ist das nicht vorgesehen. In diesem Boden rein ist nicht einfach so, dass das so gemauert ist, wie so eine Säule, die das Gebäude trägt, sondern das ist ein System, das bis zu 50% aus Bohren bestehen kann, aus Hohlräumen also, wo es Wasser oder Luft drin haben kann, oder eben auch die Bodenlebewesen, die Sie hier sehen. Das ist also ein bisschen vergleichbar auch mit einem Schwamm. Und einen Schwamm, den kann man ja zusammendrücken. Und in der Regel tut sich ein Schwamm, wenn man ihn zusammendrückt hat, tut sich der wieder aufrichten. Beim Boden ist das nur bedingt. Es ist ein bisschen eher vergleichbar wie eine Autokarosserie. Wenn man dort ein bisschen fester reindrückt, dann bleibt der Bock drin. Dann geht es nicht mehr raus. Und das heisst dann einfach, dass die entsprechende Anzahl Poren fehlt. Kann dazu führen,
dass dort, wo es zusammengedrückt ist, dass es dort eben dann gar nicht mehr durchlässig ist. Was dann wiederum bedeutet, wir sehen es nachher an ein paar Beispielen, dass zum Beispiel das Wasser nicht mehr abfließen kann, dass es sich staut und dass generell einfach, wenn eine Pflanze dort drin ihre Wurzeln muss haben, dann kann sie dort nicht mehr durch. Dann kann sie auch, hat sie auch weniger Wurzelraum zur Verfügung. Wenn es trocken wird, trocknet das schneller aus und das ist einfach nicht so gut für den Boden. Wir haben in einem Boden wahnsinnig viel Biodiversität, etwa ein Viertel von der gesamthaft vorkommenden Biodiversität auf der Welt rechnet man, kommt im Boden rein vor. Pro Hektar macht das aufs Gewicht bezogen etwa das Gewicht von 15 Kühen aus. Und also das haben schon ganz früh Leute herausgefunden. Darwin hat schon darüber geschrieben, dass es wahnsinnig viele Regenwürme im Boden hat. Die kennen wir auch alle. Die Tiere, die sie hier drauf abbildet sind, kennen sie vielleicht noch zum Teil. Es hat Springschwänze, 100 Füßler, Käfer und so weiter. Aber es hat natürlich auch ganz kleine Bakterien, Algen und so weiter. Und Sachen, die wir zum Teil heute noch gar nicht kennen. Das ist ein bisschen die Krux. Man sollte ja das, was man schützen sollte, das sollte man eigentlich kennen. Und vieles von dem kennen wir nicht einmal. So viel zum Boden. Jetzt, was sind eigentlich die Hauptrisiken für den Boden? Der Herr Kegi hat es schon gesagt vorhin. Ich wiederhole das hier nur noch mal kurz. Es sind die vier unter A bis D aufgezählten Punkte. Erstens mal die Schadstoffe. Die haben wir vor allem am Anfang von unserer Tätigkeit gehabt. Fast ausschließlich haben wir, meinen wir heute, weitgehend einmal aufgearbeitet, soweit es einfach das betrifft, dass wir wissen, wo heute Probleme vorhanden sind. Es kommen natürlich immer wieder neue dazu, aber gleich, wir wissen heute im Großen und Ganzen, wo dass zum Beispiel Böden belastet sind und wo wir aufpassen müssen. Versauerung ist auch angesprochen worden. Die Verdichtung wird ein ganz grosses Problem sein, da gehe ich näher darauf ein. Die Erosion gehe ich kurz darauf ein. Das sind so die Hauptbedrohungen. Und unsere Handlungsfelder sind eben dann die Lenkung vom Bodenaushub, die Wiederverwertung auch, Bodenaufwertungen, wo eben die Wiederverwertung reinspielt, und dann das Monitoring, also die Überwachung, Information und Beratung. Ein kurzer Blick auf die Entwicklung von unserer Gesellschaft, könnte man eigentlich sagen. Man sieht hier eigentlich die Industrialisierung, die so um 1800 so gross angefangen hat. Damals hat man noch gesagt, wenn es noch immer raucht, dann ist das etwas Gesundes, oder? Da wird produziert, da sieht man, es geht etwas. Man hat noch nicht gewusst, dass der Rauch eben auch gefährliche Stoffe beinhaltet. Ruß, das sind zum Beispiel polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe und anderes Böses drin. Schwermetall sind rausgekommen aus diesen Industrien. Dann ist das Blei mit dem Verkehr. Sind die Ölheizungen gekommen. Es ist der Klärschlamm gekommen, wo wir zuerst den Bauern gesagt haben, tragen das bitte aus. Bis man eben auch dort gemerkt hat, es hat Zeugs drin, wie zum Beispiel die Schwermetall, was eigentlich gar nicht so gescheit ist, dass man das macht, dann hat man wieder hinterher. In den Düngemitteln ist es eigentlich ähnlich. Es gibt auch im Phosphor, sogar in dem, wo man in den Kunstdüngerin hat, gibt es je nachdem gefährliche Stoffe, sei das Cadmium, aber zum Teil kann das sogar Uran sein, was es drin hat. Wo wir einfach in der Schweiz, weil wir die strengste Gesetzgebung haben von dort her, kommt das Zeug gar nicht in die Schweiz hinein. Das haben wir ein bisschen Glück dort durch. Und was jetzt eben interessant ist, und ich Ihnen rasch zeigen, ist eben die Reaktion der Gesellschaft auf diese Sachen. Man hat als erstes nämlich dann einmal Probleme gehabt mit den abgeholzten Hügeln, auch im Töstal zum Beispiel. Und es ist noch ein Vorfahr von meinem Doktorvater gewesen, von Professor Landolt, der eigentlich hauptverantwortlich war dafür, dass das erste Waldgesetz im vorletzten Jahrhundert in Kraft getreten ist, wo eben dafür gesorgt hat, dass die Gegenden nicht mehr einfach nur abgeholzt werden. Das erste Fabrikgesetz ist dann auch noch im vorletzten Jahrhundert in Kraft getreten. Das ist sogar zuerst kantonal, im Canto Glaris, sage ich da.
weil ich selber auch Glarner bin, ist das dort gekommen, nachher aber auch eidgenössisch. Man hat also geschaut, zum Beispiel, dass die Leute nicht mehr zu lange arbeiten, auch die Kinder nicht, solche Sachen. Und die Gesundheit eigentlich, das ist dann erst später gekommen. Sie sehen das Umweltschutzgesetz, das ist nach dem Gewässerschutzgesetz gekommen. Das Gewässerschutzgesetz eben zuerst, weil man eben dort auch, eben auch mit dem Wasser, mit dem Trinkwasser, mit den Überschwemmungen und so gesehen hat, man muss etwas machen. Und dort sind ganz viele Verordnungen, die ich hier nicht alle aufzählt habe, selbstverständlich. Für uns die Verordnung über Schadstoffe im Boden ist die erste gewesen. Und dann aber, das ist ganz wichtig für den Bodenschutz, dass man Massnahmen an der Quelle bekämpft. An der Quelle heisst eben zum Beispiel beim Auspuff, im Chemie und bei solchen Sachen. Und das heisst eben auch Luftreinhaltung, Stoffverordnung und solche Sachen, die dann eben in diesen Verordnungen geregelt worden sind. Und darum ist es also nicht ganz so schlimm mit diesen 10 Geboten. Es sind mindestens 10,5, die wir heute haben. So, ich komme jetzt zu den Belastungen und wenn wir mit denen umgehen. Sie sehen hier ein paar Bildchen. Sie sehen Stichwort Gefährdungsabwehr, Umgang mit bestehenden Belastungen und neuen Belastungen erkennen und ermitteln, Schiessanlagen als erstes. Wir haben im letzten Jahrtausend noch, haben wir bereits bei diesen Schiessanlagen, das war auch eine Bundesvorgabe gewesen, bei allen, haben wir einige Tafeln, wie Sie hier sehen, bei diesen Teilen aufgestellt, die gefährlich sind, wo man nicht solche Kinder drauf herumkriechen lassen, damit sie nicht eventuell mit dem Spielen den Boden zu sich nehmen und eben so Gift abschlucken. Man hat die auch eingehakt. Das ist dann abgelöst worden. Herr Kegi hat es gesagt, die sind im Moment dran, die werden alle systematisch saniert. In der Mitte sehen wir ein Bild, wo man eigentlich selten so sieht. Da ist der Schadstoffgehalt vom Boden hat sich manifestiert. Man sieht, nicht mehr wächst etwas nicht mehr. Da hat es zu viel Chrom und Zink drin gehabt. Das war bei einer Melioration, wo sich ein Bauer bei uns gemolden hat und gesagt hat, das Land tritt ich nicht an. Dann sind wir es untersuchen und haben das eben festgestellt. Man hat das dann austauscht. Und die Ursache hat man auch noch herausgefunden. Da hat nämlich mal einer irgendwelche Galvanikabwässer einfach ausgeleert dort. Das war ein relativ teurer Spass. Das kostet schnell einmal 100'000 Franken. So teuer war das da ungefähr. Im Normalfall sieht man aber eben die ganz gefährlichen Schadstoffe halt nicht. Die sind unsichtbar, man kann die nur indirekt eben chemisch untersuchen. Und darum ist es eben wichtig, dass man weiss, was etwa läuft, dass man Untersuchungen macht und dass man nachher eben auch, wenn es wirklich gefährlich wäre, auch entsprechend schaut, dass man die Nutzungen so anpasst, dass nichts mehr gefährdet ist. Das haben wir zum Teil müssen machen in Landwirtschaftsgebieten, wenig, sehr wenig sogar. Das haben wir auch immer zusammen gemacht im Verbund mit dem Kantonschemiker oder mit dem Veterinäramt. Wir haben es aber auch müssen machen im Bereich von Gärten, vor allem von Familiengärten. Und das war noch ganz etwas Interessantes gewesen. Am Anfang, nach den ersten Resultatepublikationen, haben die Familiengärtner aufgeschrien und haben gesagt, stimmt doch nicht, was ihr da sagt, wir sind doch die Besten, wir machen alles super. Da haben wir gesagt, gut. Haben mit der Stadt Winterthur eine Umfrage gemacht bei über 400 sogar Gärtner und haben geschaut, wie tun die Gärtner. Und dann ist es halt rausgekommen, dass er allein durch die Tätigkeit des Gärtners halt das eben schon noch nicht so optimal war. Aber es hat etwas ausgelöst. Die Vereine, die häufig die Gärten begleiten oder beinhalten, die haben nachher alle so Reglemente erlassen, dass man gewisse Sachen nicht mehr darf. Und die haben Kurs durchgeführt für die Mitglieder. Und ich denke, heute ist man da auf einem Stand, der eigentlich sehr gut ist. Was wir schauen müssen, ist natürlich auch, das bleibt nicht bei den Sachen, die man heute kennt, sondern es kommt auch immer wieder mal etwas Neues dazu. Der Bund ist jetzt zum Beispiel gerade dran und wird seine Bodenüberwachung ausrichten auf neue Schadstoffe, zum Beispiel Hormone und so weiter, wo man auch vom Gewässerschutz her schon gehört hat, dass etwas auf einem zukommt. Geht zu der Bodenversorgung. Der Herr Kegi hat es schon gesagt, das ist zum Teil ein natürlicher Prozess, der auch die Bodenbildung vorantreibt, teilweise. Aber
Das wird zum Teil eben akzentuiert über das raus, durch die Stoffe, die über die Luft gekommen sind. Früher war es Schwefeldioxid aus den Heizungen. Das ist jetzt auch abgeklemmt von der Luftreinhaltung her. Und dann haben wir aber noch den Verkehr mit dem Stickoxid, der auch mit dem Katalysator schon besser geworden ist, aber immer noch gewisse Sachen kommen. Das, was besser geworden ist, ist zum Teil der Mehrverkehr halt aufgeholt worden. Und wir haben es eben auch in der Landwirtschaft. Und da haben wir aber im Kanton Zürich eben auch so ein Programm, das hilft eben, dass die Bauern vermehrt eben, das ist auch für ihr eigenes Portemonnaie, alles, was nicht in die Luft geht, das ist eben für die Düngung dann wieder gut, dass sie vermehrt Schleppschläuche einsetzen und dass sie auch bei der Lagerung von diesen Stoffen schauen, dass nicht zu viel in die Luft hineingeht. Das ist also das. Jetzt, ich habe es gesagt, die Versorgung ist grundsätzlich ein natürlicher Prozess, kommt also auch in der Landwirtschaft vor. In der Landwirtschaft ist es ja so, dass man mit den Pflanzen, die man erntet, am Boden Dünger entzieht, also Düngestoff, und die dort mit dem Düngen wieder reinbringen. Man dort auch kalken. Im Wald darf man das in der Schweiz nicht. Im Ausland machen wir das zum Teil, aber das ist je nachdem mehr oder weniger erfolgreich. Es ist auch nicht sehr angenehm, wenn Sie ein Erholungsgebiet haben, wo da plötzlich ein Helikopter kommt und so Ladungen von irgendwelchem Pulver runterlässt und Sie dann mehr oder weniger wenn Geburtstagstorte vom Spaziergang heimkommen. Die Versauerung im Wald, die führt einerseits dazu, dass Bäume zum Beispiel nicht mehr so gut wachsen. Es können auch giftige Stoffe in den Boden hineingehen, zum Beispiel das Aluminium, das ein normaler Bestandteil ist von den Mineralien, wo der Boden daraus zusammengesetzt ist. Das kann bei ganz tiefen pH-Bereichen kann das sich lösen. Und Aluminium ist dann ist eben für Pflanzenwurzeln toxisch. Man will jetzt auch nicht im Trinkwasser und so weiter und so fort. Wir wissen heute, dass dort, wo es so prekär ist, dass die Bäume zum Teil nicht mehr runterwurzeln. Dann sind sie mehr anfällig für Sturmschäden. Wir wissen aber auch, dass das Filter- und Zurückhaltevermögen eben beeinträchtigt wird. Darum sind wir auch dran, auf den Stellen, wo wir wissen oder wo wir denken, es könnte problematisch sein mit der Bodenversorgung, aber wir wissen es nur punktuell, dass wir versuchen, die Fläche abzuschätzen und die Böden dort aufnehmen mit einer Bodenkartierung. Wir versprechen uns davon, dass man von dieser Bodenkartierung eben nachher auch besser ableiten kann, wenn man die Probleme vom Waldbaulichen her, aber auch von anderen Sachen, die man beurteilen muss, wenn man denen begegnen kann, indem man eben die Bodeneigenschaften nachher über die Bodenkarten und über die Ausdehnung, wo die Probleme machen, eben besser im Griff kann überkommen. Das ist also eine wichtige Entscheidungshilfe nachher. Wir kennen das schon in der Landwirtschaft, wo wir eine durchgehende Bodenkarte haben. Kommen wir zu den Bodenverdichtungen. Und zwar dort im Speziellen bei der Bautätigkeit ist Bodenverdichtung ganz ein grosses Problem. Wir haben heute noch aus der Bautätigkeit von der A3, die etwa 40 Jahre her ist, glaube ich, dass man die gebaut hat, an deren entlang hat es heute noch ganz einen Haufen Flächen, wo der Boden einfach nicht mehr gut ist. Und zwar, weil man während der Bauzeit eben verdichtet hat. Wenn Sie so eine Baustelle anschauen, links ist eine Baustelle im Säuleamt von der A4, rechts ist eine Baustelle von einer Gasleitung, dann sehen Sie, das ist eine relativ breite Spur, vor allem während dem Bauen. Nach dem Bauen sollte man das eigentlich fast nicht mehr sehen. Eine Gasleitung, da sollten Sie eigentlich gar nichts mehr sehen. Früher hat man aber immer noch etwas gesehen. Und zwar hat man da eigentlich mehrere Fehler gemacht. Man hat gebaut bei jeder Witterung, ob es trocken war oder nass. Man hat nicht geschaut, welche Maschinen das man hat, beliebig breit. Und damit man am Schluss nicht noch irgendetwas machen musste mit dem Material, wenn Sie ein Rohr rein tun, in ein Volumen rein, das gegeben ist, dann braucht das ja auch Volumen. Dann haben Sie am Schluss voriges Bodenmaterial. Und damit das nicht vorig war, ist man dann am Schluss gekommen und hat es da aber verdichtet, also haben sie die Poren zusammengedrückt. Und dort ist selbstverständlich dann nicht mehr so gut gewachsen. Und unsere Aufgabe bei all diesen Sachen ist es eigentlich dafür zu schauen, dass die Fläche, die nach dem Bau wieder zurückgeht,
dass die möglichst intakt wieder zurückgeht, dass sie möglichst klein und unbeeinträchtigt bleibt. Das ist ganz vereinfacht gesagt, was wir damit machen. Es ist darum auch wichtig, dass wir bei grösseren Sachen schon von Anfang an dabei sind, dass wir auf unsere Grundlagen, Sie sehen links unsere landwirtschaftliche Bodenkarte und rechts ein Mitarbeiter von uns, der am Brüten ist über diesen Plan und über diese Bodenkarte, dass wir so können, zusammen mit denen, die die Bauten planen und die das iterativ machen, dass wir da von Anfang an das mit einplanen können. Weil wenn wir das von Anfang an mit einplanen, ist es einfach viel billiger, als wenn man am Schluss noch umschrauben und ganze Projekte auf den Kopf stellen oder am Schluss flicken. Das ist also etwas ganz Wichtiges von Anfang an. Oh, sorry, jetzt bin ich eins zu weit. Bodenverdichtung in der Landwirtschaft. Wir wissen auch hier, es gibt immer grössere zusammenhängende Gebiete, die die Bauern müssen können bewirtschaften. Es muss ja immer rationeller können bewirtschaftet werden. Es gibt auch immer grössere Maschinen. Die kleinen Bauernhöfe, die gehen zum Teil ein. Es gibt grössere. Und darum ist es eben ganz wichtig, dass die Bauern das gut machen. Und damit die das gut machen, da gehen nicht mehr die Bauern hinher, sondern wir sind im gleichen Amt wie der Strickhof. Und der Strickhof ist ja bekanntlich das Kompetenzzentrum, das einerseits für die Ausbildung der Bauern verantwortlich ist und uns auch beratet. Und wir haben eine ganz gute Zusammenarbeit mit ihnen. Und wir sehen auch, dass sehr viele Bodenkunden auch bei den jungen Bauern in die Ausbildung hineinfließen und dass sie gut beraten werden. Und das ist eben etwas ganz Wichtiges von dort her. Wir haben auf ganz rechts, sehen Sie auch Landwirtschaftsfläche. Und Sie sehen hinten dran so Zelt. Das gibt es halt auch auf der grünen Wiese. Hin und wieder gibt es eben noch andere Nutzungen, so Zwischennutzungen quasi. Das ist nach einem Open Air. Und das sieht jetzt da vielleicht fast schlimmer aus, als es dann wirklich ist, weil auch da sind wir tätig. Wir haben alle Kantone miteinander zum Beispiel ein Merkblatt gemacht, wie man mit diesen Sachen sollte umgehen, dass man eben auch da Vorkehrungen trifft, dass nicht zum Beispiel mit den schweren Lastwagen, die die Bühnen hin transportieren, einfach ins Feld reinfahren, womöglich noch, wenn es nass ist, sondern dass man da Schutzkörper legt, zum Beispiel Baggermatratzen oder andere Schutzkörper und nur auf denen reinfährt und dass man dort, wo die grossen Besucherströme sind, eben das auch abfedert, dass der Boden eben das übersteht. Und dass man bei ganz grossen Veranstaltungen eine bodenkundliche Baubegleitung hat. In der Mitte sehen Sie noch ein weiteres Problem, das wir haben, nicht nur im Kanton Zürich. Das Bild ist nämlich aus dem Kanton Bern. Und Sie sehen da vorne dran so eine Pfütze. Es ist ein organischer Boden, der ist gesackt. Und hinten dran sehen Sie ein Maisfeld. Und wenn Sie das genau beobachten, dann ist das so wie ein wellenförmiges Ding. Das geht auf und ab. Und das heisst, es ist eigentlich dort, wo die Drainage noch wirkt, wächst der Mais gut und dort, wo es nicht mehr wirkt, wo es nicht mehr entwässert, das sehen wir ja vorher, dass es nicht mehr recht entwässert, dort wächst der Mais eigentlich nicht mehr recht. Das ist ein grosses Problem für uns, wo wir im Verbund auch mit dem Naturschutz müssen anschauen, was machen wir mit diesen Böden, welche gehen weiter oder welche bleiben weiter in der Produktion, muss man irgendwelche Massnahmen für die Aufwertung, fürs Flicken machen und welche gehen zurück, macht man Naturschutz drauf. Auch da sind wir dran. Noch ganz kurz, wie die Maschinen sich auf den Boden auswirken. Einerseits haben wir natürlich Bodenfeuchtigkeit, die ganz wichtig ist. Die kann man messen mit einem Tensiometer. Da sehen Sie dann auch nebendran eins. Wir haben im ganzen Kanton ein Tensiometer-Messnetz, das man über den Computer, über das Internet jederzeit anschauen kann. Wie das aussieht mit der Saugspannung vom Boden. Saugspannung ist einfach eine Art Transmissionsriemen, wo man indirekt schauen kann, wie ist die Bodenfeuchtigkeit im Ober- und im Unterboden. Und wenn der Boden trocken ist, kann man eben auch mit schwereren Maschinen drauf fahren. Wenn er aber gewisse Feuchtigkeiten hat, sollte man eigentlich gar nicht. Dann hat man nachher eben Dreck, wenn man reingeht. Und Sie sehen hier die Druckzwiebeln, sagen wir dem. Das ist einfach, wie sich der Druck im Boden fortpflanzt und je nachdem auch Schäden macht am Boden, die dann bleiben. Ich komme zur Erosion. Das ist auch schon angetönt worden. Erosion haben wir, von dem reden wir, sobald wir eben
das, was der Boden an Material neu bildet, also die 0,1 mm pro Jahr, wenn das übertönt wird durch einen Bodenabtrag. Und Bodenabtrag gibt es vor allem dann, wenn der Boden nicht bewachsen ist, wenn zum Beispiel der Regentropfen einfach umbremsen kann auf den Boden abschlagen. Oder wenn es Wind hat, das ist bei uns in der Schweiz vielleicht weniger wichtig, das ist in den USA, in den grossen Ebenen ist das ganz wichtig und so, einfach dort, wo es sehr eben ist. Dort gibt es viel Winderosion. Und da geht es darum, eben auch da dafür zu sorgen, dass die nicht stattfindet. Wir sind natürlich ein bisschen weniger betroffen als ein Gebirgskanton zum Beispiel, aber gleich auch im Kanton Zürich schauen wir das an. Es gibt zum Beispiel die Erosionsrisikokarte, die hat der Bund gemacht, aber im Kanton Zürich hat das, weil wir eine Bodenkarte haben, hat das ein bisschen besser können machen als im Rest von der Schweiz. Er hat nämlich können die Parameter von der Bodenkarte nehmen und im Rest von der Schweiz hat er nur die 1 zu 200'000er Karte, die es über die ganze Schweiz gibt, können nehmen. Das ist viel besser da. Man muss auch wissen, die Erosionsrisikokarte heisst nicht, dass dort Erosion stattfindet, sondern dass man dort ein Auge drauf haben muss. Und auch das haben wir eben zusammen mit dem Strickhof und mit der Landwirtschaft. Ganz ein wichtiges Thema für uns ist eben die Lenkung vom Bodenaushub und nachher eben auch die Bodenaufwertungen. Das ist in zweierlei Hinsicht. Wir wollen ja nicht, dass wir dort, wo ein Boden mit Schadstoff belastet ist, dass wir dort, wenn gebaut wird, wenn Material verschoben wird, dass das Material nachher irgendwo auf einen gesunden Boden kommt und der auch noch eigentlich weniger gut macht, dass man also, wenn man im Fachjargon sagt, eine Art Metastase macht. Wir haben darum einmal die ganzen Massenströme erheben lassen und wir haben gesehen, im Kanton Zürich haben wir etwa 2 Millionen Kubikmeter Material, das jährlich ausgehoben wird bei Bautätigkeiten. Das ist nur Bodenmaterial, dazu kommt noch viel mehr Untergrundmaterial, wo ich gesagt habe, das ist nicht unser Thema. Und von diesem Bodenmaterial haben wir etwa 3/4, wo man wo in die Wiederverwertung könnte gehen, ein Teil davon. Allerdings bleibt vor Ort. Ein Teil ist belastet, den sollte man nicht wiederverwerten, der muss entsorgt werden oder kann wieder am gleichen Ort aufgebracht werden. Aber die 3/4, die wollen wir eigentlich möglichst wieder einsetzen. Das ist heute noch nicht möglich. Leider braucht immer noch ein Teil Deponievolumen oder geht die andere Kantone, dort in Deponien, gibt Lastwagenfahrten, die man vermeiden will. Und das ist die eine Seite. Und die andere Seite, eben mit diesen Bodenbelastungen, ist im Kanton Zürich sehr etwas Wichtiges. Darum haben wir auch den Prüfperimeter für Bodenverschiebungen gemacht. Und zwar, das ist eine Art Karte, die kann man auch auf dem Internet sehen. Und dort sehen Sie überall, wo man damit rechnen muss, dass der Boden über den sogenannten Richtwert belastet ist. Über den Richtwert belastet heisst einfach, der Boden ist nicht mehr so gut. Da ist die Bodenfruchtbarkeit nicht mehr unbedingt auf lange Frist gewährleistet. Jetzt ist es so, der Bund hat eigentlich geregelt mit einer Liste, die er herausgegeben hat, bei welchen früheren Nutzungen man mit seinen Belastungen rechnen muss. Aber weil wir im Kanton Zürich so viel bauen, 20% der Bautätigkeit im Kanton Zürich, haben wir eben gesagt, das können wir nicht so machen, da passiert gar nichts. Wenn man einfach den Leuten in der Gemeinde zum Beispiel eine Liste nicht handdrückt, dann wissen die ja nichts. Wir müssen das irgendwie ins normale Bauverfahren hineinbringen und wir müssen denen genau sagen, wo sie hinschauen müssen. Und jetzt hat jede Gemeinde den Auftrag, beim Bauverfahren zu schauen, findet das in diesem Perimeter statt. Wenn ja, dann kommt das ins Verfahren rein. Dann muss der baut, muss dann entsprechend nach diesen Merk- und Meldeblättern muss er umgehen damit und muss je nachdem das Bodenmaterial untersuchen lassen und muss dann eben prüfen, ist der Boden belastet. Wenn er nicht belastet ist, kann er damit umgehen, wie wenn er eben nicht belastet ist, kann machen damit, was er will. Und wenn er belastet ist, dann muss er ihn eben umweltgerecht entsorgen. Das läuft über Gemeinden. Wir beraten nur, und das ist also wirklich eine sehr gute Lösung, muss ich sagen. Mit dieser Lösung können wir, das sehen wir auf dem nächsten Bildchen, können wir rund 80% von dieser ganzen Geschichte haben wir so im Griff, von diesen ganzen Bodenverschiebungen, können wir so
effektiv und effizient handeln. Also, was machen wir jetzt mit dem Material, das gut ist? Da wollen wir eben die Bodenaufwertungen machen. Sie sehen da ein paar Bildchen, ein paar Beispiele. Damit wir die machen können, haben wir auch noch gewisse Rahmenbedingungen. Es gibt natürlich auch Rahmenbedingungen von der Raumplanung her. Wir dürfen nicht einfach irgendwo einen Hügel machen. Sonst kommen sie dann, oder? Wir dürfen auch nicht irgendwo ein Töstal auffüllen. Das wollen jetzt natürlich auch nicht. Wir auch nicht, selbstverständlich. Sondern wir wollen Böden, die nicht mehr so gut sind. Wir sagen denen anthropogene Böden. Wir haben die auch alle erhoben. Und wir haben eine Karte, auch auf dem Internet, wo jeder kann schauen kann, wo hat es einige Gelegenheiten, wo man aufwerten kann. Dort wollen wir das zulassen. Und das kann zum Beispiel sein, dass eben bei so einem Bauvorhaben früher etwas passiert ist, dass man das nicht gut rekultiviert hat. Es kann eine Sackung sein oder irgendetwas deriges. Und dort kann man das machen. Sie sehen jetzt so Bildchen. Unten links haben wir zum Beispiel ein ehemaliges Ried gehabt, wo runtergesackt war. Da hatte es nur noch sehr wenig guten Boden drin. Da hat man sich entschlossen, einen komplett neuen Boden aufzubauen. Man hat dort auch, wir in der Verwaltung sogar, eine Win-Win-Situation gehabt, indem das AWEL in der Nähe ein Regenrückhaltebecken gebaut hat. Und dann hat man das Material, das Bodenmaterial, das dort frei geworden ist, hat man gar können brauchen auf ganz kurze Distanzen und hat da einen neuen Boden aufbauen. Man hat eben ganz etwas Wichtiges, was ich Ihnen da noch zeigen möchte, was eben da dazu gehört bei diesen Bodenaufwertungen ist, dass man nicht einfach nur sagt, ja, macht das und dann aus den Augen, aus dem Sinn, sondern es braucht da ganz präzise, klare Vorgaben. Es braucht ein Rekultivierungsziel. Wir sagen diesen Leuten damals, wie viel, quasi wie beim Blumentopf, oder? Was für eine pflanzennutzbare Gründigkeit das der Boden muss haben. Also wie der muss sein im Aufbau. Und wir sagen es denen nicht nur, sondern wir gehen schauen, wenn der Boden fertig gebaut ist, also wenn er frisch geschüttet ist. Wir gehen aber auch schauen, wenn er nach dem Frischschütten noch ein paar Jahre folgebewirtschaftet worden ist. Weil das ist ganz wichtig, dass man den Boden, wenn der frisch neu gemacht ist, da kann man nicht einfach sofort Mais drauf machen, das würde er nicht vertragen. Man sollte auch nicht güllen, sondern muss eine schonungsvolle Folgebewirtschaftung machen. Bei grösseren Vorhaben tun wir auch eine bodenkundliche Baubegleitung verordnen. Das sind private, das ist so wie der Chemiefäger bei der Führungskontrolle. Die Privaten, die haben eine spezielle Ausbildung und die tünten das vollziehen und haben Kontakt einerseits mit der Bauherrschaft, andererseits mit uns. Noch kurz etwas zum Monitoring. Wir haben ein Netz von Punkten über den ganzen Kanton Zürich, wo wir periodisch die Bodenqualität erheben. Wir erheben verschiedene Parameter erheben. Das ist zum Teil ähnlich wie das, was der Bund macht über die ganze Schweiz, aber eben mehr spezifisch auf gewisse Nutzungen bezogen und auch mehr zum Teil noch bezogen auf gewisse potenzielle Emissionen, die dort stattfinden können. Wir müssen das Netz ständig an den neuen Gegebenheiten anpassen. Wo man es installiert hat, hat man nur Schadstoffe angeschaut. Wir haben heute auch Daten zum Teil von Verdichtung, aber noch nicht so wahnsinnig viel. Das werden wir ausbauen in der Zukunft. Wir werden auch müssen uns auf neue Anforderungen, was die Schadstoffe betrifft, einstellen. Und was wir machen ist, wir tun nicht einfach alle 5 Jahre irgendeinen Bericht einen grauen veröffentlichen, wo drin steht, es hat jetzt wieder so viel zu oder abgenommen, sondern wir machen Themen oder nutzungsspezifische Auswertungen. Wir haben zum Beispiel schon Auswertungen eben über die Schrebergärten gemacht, über Nahrungspflanzen und die Böden dort. Wir haben über Reben haben wir Auswertungen gemacht und so weiter und so fort. Kommen wir zum Schluss. Wir gehen davon aus, dass wir unsere Aufgabe einigermaßen ernsthaft wahrnehmen, dass wir eben eigentlich wissen, auf was wir schauen müssen und dass wir auch
gut schauen können, dass möglichst viele Gefährdungen, dass wir die im Griff haben oder dass die schon gar nicht entstehen. Der qualitative Bodenschutz, der hat immer wieder neue Problemstellungen. Das ist auch für uns interessant, die hier arbeiten. Es ist nicht einfach immer das Gleiche, sondern wir müssen uns immer wieder auf Neues einstellen. Wir haben eine interessante Zusammenarbeit mit immer wieder neuen Akteuren. Es ist ganz wichtig, dass wir die Akteure mit einbeziehen, sei es die, die dann eben auch mit ihrem Wissen dazu beitragen, dass die Gefährdungen nicht, schon gar nicht stattfinden oder dass sie zumindest nicht gross sind. Es ist aber auch wichtig, dass wir nicht nur die 7 Akteure, sondern eben auch die direkt könnten eine Gefährdung machen, dass wir mit denen gutes Einvernehmen haben. Also ich rede jetzt hier von den Leuten, die bauen, auf den Baustellen selber, mit den Bauern selbstverständlich. Das ist ganz ein wichtiges Anliegen, dass es mit denen gut geht. Neben dem qualitativen Bodenschutz ist es eben uns auch wichtig, mit dem quantitativen verheiratet zu sein und dass das nicht nebeneinander hergeht. Weil, was nützt das, wenn wir am Schluss gar keinen Boden mehr haben und wir machen einen wahnsinnig guten qualitativen Bodenschutz. Wir müssen schauen, dass das zusammen gehen kann, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Und Herr Kegi hat schon gesagt, beim Richtplan haben wir sehr intensiv miteinander zusammengearbeitet und die ganze Geschichte mit dem Fruchtfolgeflächen, mit dem Umgang mit den Fruchtfolgeflächen, das ist ein Resultat von dieser Zusammenarbeit, wo ich denke, das ist sehr gut. In dem Sinn und Geist möchte ich schliessen und das Wort wieder an Herrn Kegi zurückgeben. Danke vielmals, Herr Wegelin. Sie haben die vielen Ausführungen gehört und wenn Sie eine Frage haben, sind wir die gerne bereit, jetzt zu beantworten. Alles klar. Ist ja schön. Das ist ja schön. Das ist die erste PK, die ich habe, wo jemand etwas fragt, wo alle Schlagen sind. Nein, ich denke, es ist, ich glaube, die Message, die man da gibt, ist eben, was am Schluss gesagt hat, quantitativ und qualitativ. Und dass man diese Problematiken erkannt hat und auch sorgsam mit diesen Themen auch umgeht. In dem Sinne danke ich Ihnen vielmals. Und wenn Sie noch sonst noch da in der Explanade vielleicht eine Erklärung brauchen, bin ich der falsche Mann. Dann gehen Sie bitte an die Fachleute. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Merci.